Ja, herzlich willkommen zu unserem nächsten Termin. Jetzt in diesem und den nächsten Termin werden wir jetzt sozusagen das, was wir uns bisher erarbeitet haben, zusammenpuzzeln und dann eben konkrete Wachstumsmodelle besser kennenlernen. Dabei werden jetzt dieser und die nächsten drei Termine sind eigentlich quasi sozusagen zusammengefasst als zwei Termine, aber nichtsdestotrotz habe ich die vier unterschiedlichen Paradigmen, die wir hier kennenlernen, jeweils sozusagen in einen Subtermin zusammengefasst bzw. eingekapselt, einfach der Übersicht halber. Und das hier ist eben der erste dieser vier, was auch der ausführlichste ist, wo wir uns nämlich mit den klassischen Wachstumsmodellen auseinandersetzen werden. Hier jetzt im Folgenden dann kurz der Outline, was wir vorhaben. Wie gesagt, im Folgenden wollen wir uns mit den bisher behandelten, also wollen wir das, was wir uns bisher angeschaut haben, die Theorien vom Arbeitsmarkt, die Theorien vom Haushaltssektor und die Theorien zur Produktion und auch die Theorien zur Entscheidung der Investition, die wollen wir jetzt quasi zusammenpuzzeln in oder mehrere konsistente und komplette Wachstumsmodelle. Und im Folgenden wollen wir der Einfachheit halber hier vier Ansätze unterscheiden. Ich habe es schon angedeutet, wir fangen heute hier an mit den klassischen Wachstumsmodellen. Wir werden dann später uns oder dem gegenüberstellen die neoklassischen Wachstumsmodelle, werden dann noch was zu den keynesianischen Wachstumsmodellen sagen und dann ganz kurz am Ende, weil das am Anfang auch explizit gewünscht wurde, etwas zur evolutorischen Wachstumstheorie, die allerdings ein bisschen anders funktioniert, wo die auch einen etwas anderen Ansatz verfolgt als die ersten drei genannten, aber da werden wir dann später da nochmal genauer darauf eingehen. Die Modelle werden jetzt, wie gesagt, in diesem und den nächsten drei Terminen, die insgesamt, wie gesagt, aber eigentlich zwei Termine sind, eingeführt. Dabei werden Beispiele für diese Modelle eingeführt und diskutiert, insbesondere die Beispiele, mit denen Sie am meisten anfangen können. Und damit meine ich, dass sie diese Beispiele auch die Grundlagen für weitere komplexere Modelle darstellen, denn wir werden schon sehen und das auch anhand von Beispielen mal ausprobieren, was üblicherweise gemacht wird. Man hat sozusagen das Ausgangsmodell und dann merkt man, dass irgendwas in diesem Modell nicht passt, dass es zu irgendwelchen empirischen Regularitäten nicht stimmig ist und dann fügt man was zu dem Modell hinzu. Das bedeutet in der Regel, dass man mindestens eine endogene und mindestens eine exogene Variable hinzufügt und eine neue Modellgleichung hinzufügt und damit das Modell dann zu beobachteten Pattern irgendwie wieder konsistent macht. Das heißt aber auch, dass man einen Großteil der Arbeit schon gemacht hat, weil man ja das Grundmodell kennt. Und hier soll der Fokus eben auf solchen Grundmodellen kennen, die häufig verwendet werden, was es Ihnen dann auch oder euch dann auch leicht macht, sozusagen diese Modelle zu erweitern, indem eben ein paar kleine Gleichungen hinzugefügt werden. Aber das sehen wir uns, wie gesagt, am Beispiel an, was vielleicht noch relevant ist, wo sich diese vier Teile hier oder diese vier Ansätze am besten unterscheiden lassen. Naja, zum einen wird man sehen, die Auswahl der Modellgleichung ist anders, aber nicht nur die Auswahl der Modellgleichung, sondern auch die Mechanismen, von denen man ausgeht, dass sie diesen Modellgleichungen zugrunde liegen, sind anders. Also wir werden zum Beispiel sehen, ein wichtiger Unterschied zwischen einem neoklassischen Wachstumsmodell mit vollständiger oder ohne Arbeitslosigkeit, der Mechanismus der Räumung des Arbeitsmarktes, der hier zugrunde liegt, ist ein ganz anderer als der Mechanismus im klassischen Modell, obwohl die Modellgleichung ähnlich bis gleich ist. Und das bedeutet eben, dass es nicht nur reicht, nur auf die Gleichungen zu gucken, sondern auch immer auf die Interpretation der Gleichungen und der Mechanismen, die denen zugrunde liegen sollen. Wir haben ja auch im allerersten Termin zur Wissenschaftstheorie kennengelernt, diese Mechanismen sind ganz wichtig, die sind dann immer dann relevant, wenn wir diese sogenannte Prozessvalidierung durchführen wollen, also schauen wollen, ob die Mechanismen, die in einem Modell implementiert wurden, passend zu den Mechanismen, die man in der Realität beobachten kann. Und das ist natürlich in dem Sinne ein bisschen tricky, wenn die Gleichung dann tatsächlich gleich ist, aber wir werden sehen, dass aufgrund der zugrunde liegenden Theorie sich, selbst wenn die Gleichung gleich ist, unter Umständen eine andere Kausalität aus dem Modell herauslesen kann. Und da muss man dann eben immer genau hinschauen. Ja, und der zweite, eher banalere Unterschied von diesen Modellen ist, dass sie sich einfach von den endogenen und exogenen Variablen unterscheiden.
Was natürlich in dem Sinne eine friedlichere Unterscheidung ist, weil es einfach bedeutet, dass wir die Modelle auch für unterschiedliche oder in unterschiedlichen Bereichen sozusagen anwenden können und je nach Forschungsfrage dann eben das eine oder das andere wählen müssen. Darüber hinaus gibt es auch noch tiefergehende Unterschiede, die wir jetzt hier aber weniger stark diskutieren wollen, insbesondere im Bereich der Epistemologie, also darüber, wann man sagt, dass das Modell tatsächlich in der Lage ist, etwas zu erklären. Gibt es zum Beispiel hier jetzt gerade in der modernen Neoklassik einfach diese Idee, dass ein Modell komplett mikrofundiert sein muss. Also dass man alle Makrodynamiken letztendlich auf die Entscheidung von Individuen zurückführen muss. Das ist etwas, was wir zum Beispiel in der klassischen Ökonomik oder keynesianischen Ökonomik kaum finden. Und in der evolutorischen Ökonomik haben wir dann einen ganz besonderen Mix aus Top-Down- und Bottom-Up-Erklärungsmechanismen. Aber das sind eben so unterschiedliche Herangehensweisen daran, wie man Makrodynamiken erklärt. Und auch da kommen wir dazu, wenn wir konkret zu den Modellen kommen, aber da möchte ich Sie schon mal darauf vorbereiten. Das sind teilweise sehr abstrakte Unterschiede, über die sich die Leute aber extrem in die Haare bekommen, weil sie wirklich sozusagen die Grundfesten dessen angehen, was man oder was jeweiligen Anhänger der Paradigmen als wissenschaftlich bezeichnen würden. Also ein moderner neoklassischer Hardcore-Ökonom, also jetzt, ich rede jetzt von den Idealtypen, für den ist einfach eine Erklärung, die nicht aufbaut auf dem nutzenmaximierenden Verhalten von Individuen, wissenschaftlich unattraktiv. Und das ist etwas, was zum Beispiel ein klassischer Ökonom so nie unterschreiben würde, und die können sich dann auch ganz leidenschaftlich dafür in die Wolle kriegen. Das wird bei uns nicht passieren. Wir starten jetzt mit den klassischen Wachstumsmodellen, und wie gesagt, das Schöne an dieser Session ist, wir haben ganz viel schon gemacht. Wir beziehen uns auf diese Gleichungen und Theorien, die wir schon eingeführt haben, und jetzt geht es einfach nur noch darum, das zusammenzuführen in einem konsistenten Modellrahmen. Ja, wir starten jetzt, wie gesagt, mit den klassischen Wachstumsmodellen. Dazu ein paar einleitende Worte, was diese Modelle eigentlich ausmacht. Muss man immer im historischen Kontext sehen. Diese Modelle sind entstanden in einer Zeit, wo es eine ganz klar zu beobachtende Klassenstruktur gab, und entsprechend da auch das, was die Klassiker wie Ricardo, Marx, Malthus etc. wirklich beschäftigt hat, die Interdependenz zwischen Klassen, in der Regel Kapital und Arbeit. Ja, Kapital, die Menschen, die über die Produktionsmittel verfügten, sprich die Kapital besaßen, und die Arbeiter, die kein Kapital besaßen und sozusagen ihr Einkommen daraus bezogen haben, dass sie ihre Arbeitskraft verkauft hat. Häufig ist es so, dass man immer denkt, das ist was typisch Marxistisches, also war tatsächlich was typisch Klassisches. Das war dieser Konflikt bzw. die Interdependenz zwischen den Klassen, war ganz typisch für die ökonomische Klassik. Und es war nicht immer notwendigerweise ein rein antagonistisches Verhalten. Es war schon deutlich, dass es da eine Interdependenz geht. Also, dass die eine Klasse sozusagen nicht ohne die andere Klasse existieren und überleben kann. Dass, wenn kein Kapital akkumuliert wird und bereitgestellt wird, die Arbeiterinnen nicht produktiv etwas produzieren können und dementsprechend auch ihren Lebensunterhalt auch nicht erhalten können. Gleichzeitig sind die Kapitalistinnen auch darauf angewiesen, dass die Produkte, die sie die in ihren Firmen hergestellt werden, von den Arbeiterinnen konsumiert werden und dadurch auch Einkommen generiert werden, um das weitere Kapital akkumulieren zu können. Das heißt, es war eine Interdependenz, zumindest innerhalb der kapitalistischen Ökonomie. Ja? Also das war sozusagen der Fokus der Klassiker. Wir wollen hier zwei verschiedene Arten von klassischen Wachstumsmodellen kennenlernen, die sich durchaus in einem wichtigen Punkt unterscheiden und eben als Ausgangspunkt für viele weitere klassische Wachstumsmodelle gelten. Also zum einen ist es das klassische Conventional Wage Share Modell. Das ist ein Modell, wo dieser Klassenkonflikt ganz deutlich herauskommt und Verteilungen zwischen den Klassen sozusagen die Triebfeder von Wachstum sind, und zum anderen das klassische Full-Employment-Modell, das ein schönes Beispiel dafür ist,
dass man auf den ersten Blick eine ähnliche Annahme haben kann, nämlich die Full Employment-Annahme und die Annahme, dass der Arbeitsmarkt geräumt ist, was sich auch in vielen neoklassischen, älteren neoklassischen Modellen findet, wo aber die zugrunde liegende Struktur oder die zugrunde liegenden Mechanismen dennoch sehr anders sind. Diese beiden Modelle stehen für unterschiedliche Stränge innerhalb der klassischen Wachstumstheorie. Und wenn ihr die beiden kennt, dann seid ihr tatsächlich gut ausgestattet, weil die meisten auch modernen klassischen Wachstumsmodelle sind im Kern entweder dem einen oder dem anderen irgendwie zuzuordnen oder bestehen aus irgendwie einem Mix von den beiden. Sprich, wenn man die beiden kennt, kann man sich viel von dem neuen auch recht gut zusammenpuzzeln. Unterscheiden tun sich die beiden durch insbesondere durch die Menge an endogenen und exogenen Variablen. Und die besonders zentrale Unterscheidung, die wir hier an dieser Stelle schon mal machen wollen, ist, dass es sich beim Conventional Wage Share Modell um ein endogenes Wachstumsmodell handelt und beim Full Employment Modell um ein exogenes Wachstumsmodell. Warum? Weil beim Conventional Wage Share Modell das Wachstum endogen ist. Also hier wird Wachstum sozusagen im Wachstumsmodell erklärt als endogene Variable. Im Full Employment Modell ist Wachstum dagegen exogen vorgegeben. Jetzt könnt ihr euch vielleicht fragen, ja okay, aber ist es nicht lame, so ein exogenes Wachstumsmodell? Wachstumsmodelle sollen das Wachstum erklären und wenn ein Wachstum exogen ist, dann wird es ja nicht erklärt. Auf der einen Seite ja, aber erinnert euch, wir haben ja immer gesagt, so ein Modell erklärt die Variation in den endogenen Variablen durch Variation in den exogenen Variablen. Und Wachstumsprozesse zu verstehen bedeutet ja nicht einfach nur die Wachstumsrate zu verstehen, sondern auch zu verstehen, was alles drumherum ist. Ja? Also wie bemisst sich der Konsum, wie bemisst sich die Verteilung zwischen den Akteuren, wie bemisst sich die funktionale Einkommensverteilung etc. etc. Also es gibt viele Aspekte, die man im Kontext von Wachstum erklären kann und die Wachstumsrate ist eins davon. Ja. Aber viele andere Aspekte wollen auch erklärt werden und manchmal ist es vielleicht so, dass es sinnvoll ist anzunehmen, wir haben sozusagen die Wachstumsrate exogen determiniert, sind aber dafür in der Lage, viel mehr Verteilungsvariablen zu erklären, als dass wir sagen, okay, wir nehmen Verteilungsvariablen als exogene Größe und erklären dann das Wachstum. Also es ist eine Frage des Erkenntnisinteresses, was man verfolgt, welches der beiden Modelle man präferieren würde und auch der Vorstellung darüber, welche Mechanismen in der Ökonomie, die man verstehen möchte, besonders wichtig sind. Ja. Also insofern ist es, denke ich, wichtig, darauf hinzuweisen, dass die für unterschiedliche Fragen und Kontexte verwendet werden und deswegen nicht notwendigerweise Substitute sind. Was eher Substitute sind, wenn man dann zum Beispiel darüber reden würde, nehmen wir ein klassisches oder neoklassisches Full Employment Modell. Aber diese beiden Modelle hier kann man guten Gewissens schon auch durchaus als Komplemente begreifen. Aber dann starten wir jetzt einfach mal hier mit dem ersten dieser beiden Modelle, mit dem klassischen Conventional Wage Share Modell und schauen uns mal dessen Erklärungsstruktur genauer an. Jetzt starten wir mal mit der Erklärungsstruktur des klassischen Conventional Wage Share Modells, die zum Glück sehr klar ist. Vorher aber nochmal kurz die Klarstellung, was eigentlich dieses Modell überhaupt erklären soll. Die endogenen Variablen, also das, was tatsächlich erklärt werden soll in diesem Modell, ist der Lohn, die Profitraten, der Konsum und die Wachstumsrate des Kapitals. An dieser Wachstumsrate des Kapitals hier sehen wir, dass es sich auch um ein quasi endogenes Wachstumsmodell handelt, weil die Wachstumsrate des Kapitals direkt erklärt werden soll. Die Variablen, die wir dafür nehmen, sind die exogenen Variablen. Das ist zum einen dieser Conventional Wage, der den tatsächlichen Lohn dann eben in der langen Frist determiniert. Die Arbeitsproduktivität, das ist je nachdem, wie wir das Modell spezifizieren wollen, die Kapitalintensität oder die Kapitalproduktivität, das ist das Delta, was die Abnutzung des Kapitals angeht, und das Beta, die Zeitpräferenz in dem Entscheidungsproblem der Kapitalistin zwischen Konsum und Investment, dieses intertemporale Maximierungsproblem, was wir in dem letzten Termin gelöst haben. Okay, und das Prinzip ist, wie gesagt, wir wollen Variationen in diesen Variablen hier erklären durch Variationen in den exogenen Variablen.
Wie ist die Erklärungsstruktur des Ganzen? Zunächst einmal wird auf dem Arbeitsmarkt der Lohn fixiert durch den Conventional Wage, also durch den herkömmlichen Lohn. Das war ja die Kernan oder eine der Kerntheorien auch in der ökonomischen Klassik, dass es eben diesen exogen gegebenen Lohn auf dem Arbeitsmarkt gibt, der dann eben den tatsächlichen Reallohn in der Ökonomie determiniert. Und sobald der Lohnsatz, also das W sozusagen festgesetzt ist, also sprich hier die endogene Variable W bestimmt wurde durch die exogene Variable des Conventional Wages, wird dann in dem Modell, also bestimmt das dann kausal in diesem Modell die Profitrate. Die Profitrate, wie gesagt, auch eine der endogenen Variablen. Auf der rechten Seite haben wir hier auch eine endogene Variable, den Lohn, aber der wurde ja schon im ersten Schritt bestimmt. Und die beiden anderen Variablen hier sind exogene Variablen, das heißt, sie sind ohnehin gegeben. Ganz wichtig aber halt, wie gesagt, hier diese kausale, die kausale Struktur auch, also dieser Weg, dass wir von der Bestimmung, also zunächst wird der Lohn bestimmt dann die Profitrate. Dann als nächstes bestimmt sich daraus wiederum die Wachstumsrate des Kapitalstocks über die sogenannte Cambridge Equation. Da haben wir hier eben die Wachstumsrate des Kapitals als endogene Variable und hier diverse exogene Variablen. Das heißt, wir können das dann ohne Probleme bestimmen, nachdem eben hier die Profitrate bereits bestimmt worden ist. Und was dann noch übrig bleibt, ist die Bestimmung des Konsums. Der Konsum teilt sich ja auf in Konsum der Kapitalistin und Konsum der Arbeiterin. Der Konsum der Arbeiterin ist über den Lohn bereits bestimmt, weil die Arbeiterinnen ja ihr gesamtes Einkommen konsumieren. Das ist ja auch so eine zentrale Annahme in den klassischen Modellen, aber ich meine auch bis heute eigentlich der Einfachheit halber weitermacht. Und was dann eben noch fehlt, ist der Konsum der Kapitalistin. Dazu haben wir hier diese Konsumgleichung, die wir aus der Theorie der Produktion hatten, wo wir sagen, der Konsum ist eben das, was von der Gesamtproduktion übrig bleibt, wenn wir für die Mittel, wenn wir davon die Mittel abziehen, die für die Akkumulation von Kapital beziehungsweise das Ausgleichen der Abschreibungen verwendet wird. Und aus dieser Gleichung im Zusammenhang mit der Idee, dass der Gesamtkonsum sich eben bestimmt aus dem Konsum der Kapitalistin und der Arbeiterin, haben wir jetzt eben sämtliche endogene Variablen über unsere Modellgleichung bestimmt. Ja? Das heißt, wir können dann sozusagen auch in dem Sinne alles, was hier beschrieben wurde, zusammenfassen in den Modellgleichungen, dass wir zum einen hier die Variable für den Lohn haben. Wir haben eine Modellgleichung für den Konsum. Wir haben hier die Cambridge Equation und wir haben eben die Determinante des Lohns über den Conventional Loans. Je nachdem, wie Sie das machen, werden diese Gleichungen ein bisschen umgestellt. Die erste Gleichung ist dann zum Beispiel auf der linken Seite die Produktion steht, wie auch immer, das ist im Endeffekt egal, diese vier zentralen Mechanismen machen das klassische Conventional Wage Modell aus. Wenn Sie das Ganze nicht mit der Kapitalintensität, sondern der Kapitalproduktivität formulieren wollen, formulieren Sie das einfach entsprechend um. Das ist inhaltlich quasi genau die gleiche Aussage. Häufig wird hier diese rechte Variante gewählt, weil es leichter ist, es dann in den Wachstumsverteilungsplan zu übersetzen, wo wir ja wissen, dass die Kapitalproduktivität die Schnittmenge des Wachstumsverteilungsplans auf der X-Achse ist. Aber am Ende des Tages ist von der Theorie genau das Gleiche und in beiden Fällen werden die gleichen endogenen Variablen erklärt. Exogenen Variablen sind eben bis auf die Kapitalintensität oder Produktivität auch die gleiche. Ja, jetzt können wir natürlich fragen, okay, jetzt haben wir das Modell, was machen wir damit? Wir machen damit, was wir halt mit Modellen eben so machen. Wir erklären Dinge
Insbesondere verwenden wir eben das Modell, um die Variation in den endogenen Variablen als Reaktion auf die Variation der exogenen Variablen abzuleiten. Mit anderen Worten, die endogenen Variablen durch die Variationen in den exogenen Variablen zu erklären. Und hier einfach mal ein Beispiel, wie man das machen kann. Ihr könnt weitere Beispiele recht einfach dann selber durchspielen. Fragen wir uns einfach mal, was passiert, wenn die Kapitalintensität K steigt? Was ist die Implikation auf die anderen zentralen Elemente oder endogenen Variablen, wie zum Beispiel die Profitrate und den Konsum und die Wachstumsrate in der Ökonomie? Das können wir meistens grafisch oder algebraisch lösen. Starten wir mit der grafischen Variante, wobei diese grafische Variante ehrlich gesagt, also die ist pädagogisch ganz cool und ist auch gut, wenn man dann irgendwie den Zusammenhang irgendwie darstellen möchte. Also es ist bestimmt auch hilfreich, irgendwie Mechanismen besser zu verstehen. Meistens kommt dann aber irgendwann so ein Catch von wegen, ja, also die Implikation, die können wir jetzt aus der Grafik nicht ableiten, aber die kommt irgendwie aus Gleichung XY. Das heißt, diese grafische Analyse ist oft total super sozusagen zur Intuition. Häufig macht man es in der Praxis so, dass man sich einfach die Gleichungen guckt und einfach für die exogenen Variablen zwei unterschiedliche Werte einsetzt und dann guckt, was dabei rauskommt. Aber nichtsdestotrotz, das kann ich euch jetzt natürlich unmöglich vorenthalten hier, und nochmal diesen schönen Wachstumsverteilungsgrafen, den wir mit viel Mühe eingeführt haben, hier zu verwenden. Ja. Also wir haben ja hier dann eben in diesem Wachstumsverteilungsgrafen immer unsere Linie mit der Steigung minus k. Interpretation wäre ja quasi, wenn quasi die gesamten Mittel in den Konsum fließen, dann wird eben die gesamte Produktion konsumiert. Wenn die gesamten Mittel in die Kapitalakkumulation führen, dann ist der Konsum null, der Lohn ist auch null und quasi alles geht dahin, dass Kapital akkumuliert wird. Und wir haben hier für die Wachstumsrate des Kapitals eben, die ist determiniert durch die Produktivität von Kapital. Wir können dann diverse Dinge hieraus ablesen, beziehungsweise ableiten. Ja, der Konsum korrespondiert eben zu dem, was in den Wachstum des Kapitalstocks investiert wird, plus die Abschreibung. Der Lohn hier ist exogen gegeben und der Lohn bestimmt eben hier die Profitrate eben hier, wo es zu dem Schnittpunkt mit dem Wachstumsverteilungsplan beziehungsweise mit der Linie kommt. Ja, und jetzt können wir eben hier sozusagen diese Linien verschieben als Reaktion auf die Änderungen in den exogenen Variablen. Wir hatten hier gesagt, wir wollen die Kapitalintensität verschieben. Ja? Das heißt, dieses Minus, wir hatten hier das Minus K, das ist ja die Steigung des Ganzen. Und wenn wir jetzt die Kapitalintensität erhöhen, dann wird die Kurve hier logischerweise steiler. Ja? Das heißt, wir hätten dann jetzt hier eine neue Kurve, können hier dann auch eine neue Kapitalproduktivität als neuen Schnittpunkt mit der X-Achse ableiten. Wir sehen auch, dass hier der Lohn, der bleibt konstant. Das heißt, wir haben hier einen neuen Schnittpunkt mit dem Lohn. Das heißt, wir haben jetzt hier auch eine neue Information über die neue Profitrate. Und wir sehen ganz klar hier, dass diese neue Profitrate geringer ist als die alte Profitrate. Wir wissen auch, wenn die Profitrate sinkt, dann sinkt in jedem Fall auch die Menge des Kapitals, die in die Akkumulation von neuem Kapital investiert wird, sprich das neue Konsumlevel muss größer sein als das alte. Das ergibt sich aus der Konsumfunktion, das ist dazu dieser klassische Catch. Können Sie jetzt nicht unmittelbar ablesen, müssen Sie in die Gleichung kommen. Aber Sie sehen hier, oder ihr seht hier, das ist schon relativ illustrativ, wo man sagt, okay, man hat hier erst diese Kurve, man hat dann diese Kurve und dadurch ergibt sich hier zum Beispiel eine andere Schnittrate und die Profitrate sinkt und die Kapitalakkumulation sinkt dann eben auch. Ja.
das sozusagen, wie man so ein Modell grafisch verwenden kann. Ich habe auch schon gesagt, meistens macht man es in der Praxis, indem man sich auf die Gleichungen anguckt. In dem Fall geht man diese Gleichungen einfach durch. Was den Lohn angeht, sehen wir hier in dieser Gleichung, da finden wir quasi die Kapitalintensität nirgends. Die steht da nirgends drin. Sprich, es gibt hier keine Änderungen im Lohn, nur weil sich die Kapitalintensität ändert. Wir dann als nächsten Schritt, auch haben wir jetzt wieder die Erklärungsstruktur des Modells, fassen wir uns, machen wir uns die nochmal vor Augen, schauen uns im nächsten Schritt die Gleichung für die Profitrate an. Da sehen wir, aha, hier ist die Kapitalintensität drinnen. Und wenn, wir hatten hier, was er auch schon hier gesagt hat, der Lohn bleibt. Wenn der Lohn bleibt und Ceteris paribus eben die Kapitalintensität steigt, dann führt es das dazu, dass die Profitrate sinkt. Dann können wir als nächstes in die Cambridge-Gleichung gehen. Hier sehen wir insgesamt, wenn die Profitrate hier sinkt. Wir haben ja hier diese Variablen sind alle exogen gegeben. Das bedeutet, wenn dann eben hier die Profitrate sinkt, als Folge auf eine Steigung der Kapitalintensität, dann muss hier auch die Akkumulation von neuem Kapital sinken. Sprich, wir haben insgesamt ein sinkendes Wachstum. Und was dann eben noch offen bleibt, ist, dann können wir uns hier die Konsumgleichung anschauen. Und aus der sehen wir dann, dass der Konsum steigt. Ja, beziehungsweise, was heißt, man sieht hier, wie der Konsum steigt. Also ich habe das nicht unmittelbar gesehen. Man muss tatsächlich auch, dann erst gedacht, es wäre ein bisschen blöd. Es liegt aber einfach daran, dass man ein bisschen weiter gucken muss. Wir wissen ja, dass es diesen Trade-off gibt zwischen Konsum und Investition, die insbesondere bei dem Entscheidungsproblem der Kapitalistin eine Rolle spielt. Und demzufolge muss man auch, um quasi hier dieses Ergebnis, dass der Konsum steigt, ableitet, nochmal genauer in diese Gleichung für das Entscheidungsproblem der Kapitalistin reingucken, was wir jetzt hier auch gleich mal auf der nächsten Folie machen. Dazu jetzt also hier Schritt für Schritt die Ableitung von dem Trade-off, dem sich die Kapitalistinnen ausgesetzt fühlen. Die folgende Gleichung ergibt sich ja eben genau aus dem Maximierungsproblem, was wir betrachtet haben. Also der Konsum letztendlich hier das, was eben nicht investiert wird, also quasi was an Kapital vorhanden ist und was davon eben nicht für die Kapitalakkumulation verwendet wird. Was wir jetzt als erstes hier machen, ist, wir nehmen hier für die Nettoprofitrate, da setzen wir ein, dass die Nettoprofitrate ja gegeben ist durch die Bruttoprofitrate minus all dem, was an Kapital abgeschrieben bzw. abgenutzt wird. Wenn wir diese Gleichung da einsetzen, kommen wir auf folgenden Ausdruck. Hier diesen Ausdruck, den können wir dann ausmultiplizieren. Hier das folgende. Also wir haben dann hier einfach 1 mal k plus v mal k minus Delta k. Wenn wir das dann einsetzen in die Gleichung, bekommen wir dann den folgenden Ausdruck. Und diesen Ausdruck können wir jetzt in dem Sinne noch vereinfachen. Wir sehen nämlich hier, ist ja sowohl haben wir hier das k und hier das k und wir sehen hier ist das Delta. Das heißt, wir können diesen Ausdruck hier wiederum vereinfachen, indem wir das Delta ausklammern. Dann hätten wir nämlich 1 minus Delta mal k. Ja, und damit können wir diesen Teil hier substituieren. Kommen dann eben, also das ist das, was hierbei rausgekommen ist. Hier kommen wir dann zu diesem Ausdruck. Und das Schöne an diesem Ausdruck ist, dass wir ja bei VK hier wissen wir, dass VK gegeben ist durch x minus b. Ja? Und das ist sehr konstant. Also wir wissen, dass der Lohn konstant ist, wir wissen, dass das x konstant ist. Das heißt,
Daran ändert sich nichts. Wir wissen auch, dass das Beta als exogener Parameter ebenfalls konstant ist. Und das Gleiche gilt auch hier für das Delta. Sprich bedeutet, wenn jetzt hier dieses K steigt, dann folgt daraus, dass eben auch hier der Konsum steigen muss. Ja? Und so kann man eben daraus ableiten, dass wenn wir eine höhere Kapitalintensität haben, dass eben dann auch der Gesamtkonsum steigen muss, weil eben der Konsum der Kapitalistinnen steigt. Und mit dem Modell können Sie jetzt auch direkt arbeiten. Ne? Also Sie könnten jetzt zum Beispiel sich Daten vom Modell runterladen und Sie können die Implikationen direkt untersuchen. Dabei können Sie zum einen sagen, ich gucke mir jetzt in den Datenvariationen in den endogenen Variablen an. Und diese Variation, die ich beobachte in den Daten, die möchte ich erklären durch die Modellmechanismen. Sie auch machen können, in dem Modell sind ja einige nicht beobachtete, beobachtbare Parameter drin, wie zum Beispiel das Delta. Sie können auch sagen, okay, ich lade mir einfach die Daten runter, die ich habe, nutze die Modellgleichung, um solche nicht beobachtbaren Parameter der Ökonomie wie Beta zu berechnen. Und es ist häufig tatsächlich da, wo es auch zum Dissens zwischen Modellen kommt, eben weil man diese Entscheidungen oder diesen Dissens nicht durch Blick auf die Daten auflösen kann, weil eben die Dinge nicht beobachtbar ist. Und wenn Sie das jetzt auch so ein bisschen machen, sich die Daten runterladen und sozusagen die Implikationen des Modells ausrechnen und dabei dann vielleicht auch gucken, wie diese Implikationen zu den Modellen passen, zu den Ergebnissen passen, dann können Sie auch die Modelle so ein bisschen validieren. Ne? Zum einen eine Output-Validierung, wenn eben die Variation in den endogenen Variablen, die vorhergesagt wird durch die Variation der exogenen Variablen, wenn die passt, dann ist es ein Indiz dafür, dass Sie das Modell gut kalibrieren können, dass Sie also eine gute Output-Validierung hier vorgehen können. Und häufig gerade bei dieser Analyse der nicht beobachtbaren Parameter Beta, da kann man so ein bisschen Process Validation Light machen, indem man nämlich die zugrunde liegenden Mechanismen dahingegen untersucht, ob das, was dabei rauskommt, irgendwie plausibel ist. Also wenn da jetzt für Beta zum Beispiel ein extrem unplausibler Wert rauskommt, können Sie sagen, okay, vielleicht ist dieser Mechanismus der Nutzenmaximierung der Kapitalistin doch irgendwie gar nicht mal, vielleicht gar nicht mal so gut. Aber Sie haben jetzt quasi hier, oder ihr habt jetzt hier mit dem ersten Modell auf jeden Fall schon mal die Tools, sozusagen auch mit empirische Daten direkt mit so einem Modell zu erklären. Und im Folgenden gibt es dementsprechend nicht nur Wiederholungsfragen, sondern auch ein paar weiterführende Fragen, wo es wirklich darum geht, sich Daten runterzuladen und Dinge mit diesem Modell auszuprobieren. Und falls ihr die Zeit habt, würde ich euch auf jeden Fall nahelegen, das doch wirklich mal auszuprobieren. Das dauert wahrscheinlich ein bisschen, aber dabei lernt man wirklich auch mit diesen Modellen umzugehen. Also insbesondere jetzt die letzten beiden Fragen am Ende dieses Blockes, die möchte ich euch doch durch recht nah ans Herzen legen.